Ja, servus meine lieben Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder hier seid zu einem neuen Video. Ich bin's André und wir spielen heute wieder Star Wars The Old Republic und ich kletter gerade einen Berg hoch. Ja, viel Spaß beim Video. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Hoffe ich. Ah, das sieht gut aus. Ein wirklich sehr interessantes Gebiet hier. Mann, wie komme ich auf den blöden Berg jetzt da? Doch nicht. Findet der Questgeber sich da oben oder was? Gibt's doch nicht, oder? Mal da. Ich komme hier nicht weiter. Was jetzt? Hä? Kick mal. Ich kann hier nicht langlaufen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Da finde ich echt schlecht von euch. Was nenne ich aber nicht Open World? Da nicht lang darf. Ah, da. Ich guck mal, das ist doch einfach nur scheiße. Nicht gut zum Laufen. Mal, wo ich jetzt bin ich ganz woanders. Hier ist es uncool gemacht. Dann, ich weiß natürlich jetzt nicht.
Wo sich diese beiden befinden. Schwierig. Okay, gut, also anscheinend sind die alle drei hier unten. Dann ist es ja cool. Guck mal, der andere Seite. Perfekt. Geht es Ihnen jetzt besser? Wir ehren Akoru. Wir ehren die Gefallenen. Fremde, ihr befolgt unsere Riten und Bräuche. Ihr zeigt Respekt gegenüber den wahren Meistern dieser Welt. Ihr dürft erklären, was euch herführt. Aber beeilt euch. Ich suche nach Darth Zavik. Wisst ihr, wo sie ist? Eine Fremde sucht eine andere. Wieso sollten wir helfen? Zavik hat euch verraten. Wenn ihr mir sagt, wo sie ist, wird ihr Gerechtigkeit widerfahren. Wenn nicht, helft ihr ihr bei der Flucht.
Gerechtigkeit wäre sie an Akorus Bestien zu verfüttern. Zusammen mit Nebet, Petruf und allen anderen, die unsere Welt durch den Einfluss von Fremden wie euch beschmutzen. Vorerst müssen wir unsere Wunden lecken und unsere Kraft erneuern. Tötet Zavik oder nehmt sie gefangen. Solange es hier weniger von eurer Art gibt, werden wir feiern. Das alte Prüfungsgelände. Die Stadtbewohner wissen, wo es ist. Zavik dachte, sie könnte dort ein Schiff verstecken. Vielleicht vor anderen ahnungslosen Fremden, aber nicht vor uns. Ihr findet sie dort. Petruf auch. Geht jetzt. Wir werden eure Anwesenheit hier nicht länger tolerieren. Sehr unfreundlich. Sehr, sehr unfreundlich. Wieder hier zu sein, erinnert mich an den Grund unserer Abreise. Ich hasse Dschungel. Als ob Sie sich hier wohlfühlen würden. Ha! Ich bin nur froh, dass ich Sie nach diesem ganzen Gerenne nicht riechen kann. Ach, Mann. Der Humor von Star Wars ist einfach immer der beste, oder? Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ja. Oh, cool. Sind wir jetzt hier bei Avatar oder was? Aha. Finde die mandalorianische Rüstung. Okay. Willkommen zurück. Hoffentlich kann ich euch auf der nächsten Mission begleiten. Die Fähren waren gut versteckt, aber unsere Sensoren konnten sie finden, nachdem wir wussten, wo wir suchen müssen. Falls sie versuchen zu starten, werden wir es erfahren. Freiwillige aus der Stadtwache sind bereit und die Gleiter sind abflugbereit. Wir können in wenigen Minuten dort sein. Tau, Arn, ihr nehmt die Freiwilligen und greift von der gegenüberliegenden Seite aus an. Macht richtig viel Krach. Zieht Zaviks Aufmerksamkeit auf euch. Ich gehe zu Fuß und werde Zavik überraschen. Oh, das erinnert mich an Malref 4. Das habe ich anders in Erinnerung. Das Prüfungsgelände ist alt und gefährlich. Selbst ohne imperiale Patrouillen.
Seid vorsichtig. Wenn ihr Petru findet, bringt ihn bitte zurück. Je eher er dafür verurteilt wird, sein Volk verraten zu haben, desto besser. Ein König im Exil kann seine eigene Version der Geschichte erzählen, Anhänger versammeln und endlosen Ärger verursachen. Ein Mann im Gefängnis ist eine Erinnerung, die bald verblasst ist. Ich werde alles tun, um Petru zu euch zurückzubringen. Wir können uns glücklich schätzen, euch als Verbündete zu haben. Sensoren verzeichnen Energiespitzen. Das könnten die Gleiter sein, die zum Abflug vorbereitet werden. Ihr solltet besser ausrücken. Gebt alle aufeinander Acht. Bleibt in Kontakt. Wir haben es fast geschafft. Möge die Macht mit uns sein. Auf jeden Fall. Das Bild sieht schon geil aus. Ich habe das ja schon weiter im Hintergrund gesehen. Der Berg mit dem Kopf drauf und so weiter. Cool. Cool gemacht. So, dann gucken wir da hinten noch in dem Raum, was da zu quatschen ist. Schon, Refain. Jetzt seid nicht so. Das wird wie in alten Zeiten. Genau, deshalb mache ich mir ja Sorgen. Na, wenn das nicht unser künftiger Retter ist. Ich bin Trey Adelair, Chaka Interstellar. Das sind meine Partner. Dr. Nara Zavala, Forschungsleiterin, und Max Brigham, Chefingenieur. Es ist mir eine Freude, euch endlich kennenzulernen. Ich kann euch gar nicht genug für eure Reaktion danken. Ich hoffe wirklich, dass ihr uns helfen könnt, hier eine Katastrophe zu verhindern. Vor wenigen Stunden geriet CI-004, unsere Anlage auf Dixun, unter schweren Beschuss durch eine Gruppe von, sagen wir, übereifrigen trandoshanischen Jägern. Seitdem ist der Funkkontakt zur Anlage unterbrochen. Das sind primitive Fanatiker, die verklärte Blutopferungen veranstalten, um ihrer Jagdgöttin zu huldigen, die Zählerin heißt. Die Zählerin begünstigt angeblich jene, die gefährliche Beute jagen. In der Rückschau mag ihre regelmäßige Unterstützung von Dixun offensichtlich erscheinen, aber, naja, schamanistische Blutopfer sind eben nicht häufig Thema bei Projektbesprechungen. Das ist nun schon das vierte Mal, dass diese Tiere die Anlage angreifen. Die ersten drei Übergriffe wurden problemlos und ohne weitere Vorfälle zurückgeschlagen und, ganz ehrlich, wir hatten sie als simple Störung abgetan. Was war bei diesem Angriff anders? Nun, zunächst einmal haben sie erfolgreich die Kontrolle über die Anlage übernommen. Aber strategisch betrachtet ist die Lage unklar. Wir wissen, dass diese Gruppe größer war und mit dem Schiff gekommen ist, statt zu Fuß. Das war's auch schon. Jetzt weiß ich, was ihr denkt. Da entkommen also ein paar unheimliche Bestien auf einen Mond voller anderer unheimlicher Bestien. Wo ist da die Krise? Ihr habt nach oben gesehen, richtig? Dixun und Onderon liegen sehr nahe beieinander. Jeden Sommer verbinden sich ihre Atmosphären vorübergehend und die Bestien von Dixun können nach Onderon gelangen. Das Ganze führt auch zu einer faszinierenden Gezeitendynamik. Es ist hochgradig gefährlich. Wir haben Bohrer, Droiden, Milizen, Geschütze, Bunker und dennoch werden jedes Jahr Hunderte eliminiert oder verstümmelt. Ja, wir haben mehrere Angriffssimulationen durchgespielt. Optimistische Vorhersagen gehen von einem Verlust von einem Viertel der Planetenpopulation über 5 Jahre aus, begleitet von permanenten ökologischen Veränderungen. In was für einer Welt ist das optimistisch? In einer, in der die Alternativen die sofortige Evakuierung und Quarantäne für das gesamte System bedeuten. Nun gut, das reicht, ich verstehe. Okay, Entschuldigung. Wie ihr durch unsere gemeinsame Anwesenheit vielleicht erkannt habt, haben wir einen Vertrag mit der Republik ausgehandelt. Okay.
Hab nichts zum Drücken. Das Missionsziel ist simpel. Übernehmt wieder die Kontrolle über die Anlage. Ausschaltung der Gegner nach Bedarf. Fragen? Bin bereit. Die Republik dankt euch für eure Hilfe. Genau wie wir bei Chaka Interstellar. Ihr und euer Team werdet auf einer Lichtung direkt vor der Anlage abgesetzt. Wir werden während der gesamten Operation Kontakt halten und euch unterstützen. Langstreckensensoren registrieren weiterhin sporadisches Blasterfeuer und Explosionen in der Anlage und der näheren Umgebung. Die Lage ist eindeutig gefährlich mit vielen Unbekannten. Macht euch also auf alles gefasst. Euer Transporter wartet. Ganz ehrlich, Refain, ihr müsst wirklich lernen, loszulassen. Spaziert doch aus einer Luftschleuse, Trey. Die können sich ja anscheinend nicht so gut leiden. Was ist da? Betritt den Auction Operation. So, okay. Dann bin ich ja dazu gezwungen, das Abo abzuschließen. Geht leider nicht. Hab ich nicht. Können wir nicht machen. Ich wurde diesmal nicht ausgewählt, aber ich halte hier die Stellung so lange. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Angelnden Frieden oder so war das irgendwie. So. Bin der König Omins Exoskelett. Soll das hier irgendwie rumliegen oder was? Ich habe ein paar von Saviks Droiden gefunden. Wir gehen rein. Hoffentlich machen wir genug Kraft. Ich glaube, das sollte reichen. Thank you.
Nee, das ist merkwürdig. So, es geht hier oben noch weiter. So, hoch die Leiter. Sag nicht, dass ich euch nie helfen würde. Und ran da. So. Ah ja, okay. Zwei Droiden sind gekommen. Ding
Meine Güte, jetzt haben wir mittlerweile schon fast das ganze Imperium ausgelöscht hier. So viele Streitkräfte wie die haben. Das habe ich. Nicht so schnell. Das Ablenkungsmanöver war beeindruckend, aber ich kenne eure Vorgehensweise zu gut, um mich von einer Fälschung täuschen zu lassen. Ihr könnt nicht entkommen, Savik. Ergebt euch. Oh, Malora hätte das gefallen. Das Insekt droht der Spinne, obwohl es bereits ins Netz gegangen ist, würde sie sagen. Manchmal vermisse ich ihren ganz speziellen Wahnsinn. Ihr könnt starten, Petruf. Die Sensorstörer werden aktiviert, sobald ihr den Orbit verlassen habt. Dann kann euch niemand mehr aufspüren. Erwartet meine Rückkehr, liebes Onderon. Schon bald werdet ihr wieder in den Genuss meiner Herrschaft kommen. Wie wär's mit ein wenig Privatsphäre? Fähre 2, Luftangriff auf Feinde in Zone 5 starten. So, ich habe mich seit langer Zeit auf diesen Tag vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr habt mich auf Höhe meiner Kraft niedergestreckt und dann vergessen, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Corellia wäre mein Grab geworden, wenn meine Droiden mich nicht gefunden hätten. Eigentlich sollte ich euch danken. Ihr habt mich zu dem gemacht, was ich bin. Habt mir den besten Weg nach vorne gezeigt. Seit 10 Jahren habe ich keine direkte Auseinandersetzung mehr riskiert. Ich schicke meine Droiden oder manipuliere Narren wie Petruf, damit sie für mich kämpfen. Aber nun hat uns die Macht endlich wieder zusammengeführt. Ich habe euch jahrelang studiert und die ideale Reaktion auf jede eurer Taktiken ausgearbeitet. Sollen wir das Gelernte auf die Probe stellen? Es tut mir leid, dass ich euch Schaden zugefügt habe. Wenn ich mich anders entscheiden könnte, würde ich es tun. Ihr könnt euch jetzt anders entscheiden. Traut euch. Rache kann nicht heilen. Sie kann nur zerstören. Dann soll sie euch zerstören! Ich werde euch vernichten! Ich muss euch vernichten! Werdet ihr nie wieder vergessen! Hier ist unfair. Ihr hättet es zu Ende bringen sollen! Werdet ihr nie wieder vergessen! Nein! Ich werde nicht noch einmal verlieren. Auf keinen Fall! Nein! Das war ja dumm. Oha. Ja, warum renne ich denn automatisch? Leute, habe ich getan. Ich bin einfach in den Abgrund gesprungen. Ja, wie cool ist das denn? Benötigen Sie medizinische Hilfe? Das hat ja richtig Spaß gemacht. Leben Sie wohl. Okay, meine Lieben, wir machen mal jetzt den Schluss, ja. Also vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen doof ausgegangen ist. Lasst trotzdem ein Like da und ein Abo und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Macht's gut, meine Lieben. Die macht das mit euch. Bis dann, euer André. Ciao, ciao.